den ganzen Schmodder aufzuheben. So. Den Dreck mal wieder geholt und dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Jetzt müssen wir nur noch warten auf die Monster und was die uns an Zeug bringen. So, das kommt alles mal raus und meine Steine kommen wieder rein. Gut. Glaspaneele brauchen wir noch ein paar. So. So, und jetzt müssen wir nur noch schauen, ob jetzt die Monster das genauso machen, wie ich das gerne hätte. Komm, put, 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 put. Ja, und zack. Aha. Und das Zeug müsste dann hier in der Kiste landen. Wunderbar. Dann dürften wir oben auch keine Lecks mehr haben. Hier unten so viel Zeug liegt. Und dann können wir direkt mal wieder hochstiefeln. Die Treppe hier muss ich definitiv noch austauschen. Die ist furchtbar hoch zu gehen. Ist zwar sehr, sehr platzsparend und auch recht schnell, diese Treppe. Ja, wenn man nicht gerade genau da in das Loch fällt. Aber man wird regelmäßig fast schlecht, wenn ich hier hoch stiefel. Außerdem sieht sie nicht besonders elegant aus. Ah, und Nacht. Nacht ist für die Monsterfalle natürlich nicht so optimal, weil draußen auch Monster spawnen. Und man da natürlich dann mit den Monstern unten entsprechend weniger Spawnrate hat. Deswegen sollte man vielleicht, wenn man eine Monsterfalle hat, ja nicht nur die Höhlen ausleuchten, wie ich das jetzt gemacht hatte, sondern sich tatsächlich überlegen, ob man jetzt sogar das ganze Umland ausleuchtet, um die Effektivität einfach noch ein Spürchen, nur ein Heuch, einen Hauch zu erhöhen. Ich habe auch mal gehört, wie gesagt, da habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass man auf Sand, dass auf Sandstein mehr Monster spawnen als auf normalem Cobblestone. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mythos ist oder ob das der Wahrheit entspricht. Aber auf jeden Fall könnt ihr das ja mal ausprobieren. Ich bin mir genau, probiert das mal aus und sagt mir eure Meinung. Da habt ihr was Schönes, was ihr daheim machen könnt. Ein kleines Spawning-Etage machen und dann gucken, was da und wie viel das spawnt. Mit den verschiedensten Materialien. Weil für die nächste Staffel habe ich natürlich auch schon eine... Entschuldigung, eine Sekunde. Kleiner Nieser. Für die nächste Staffel habe ich natürlich auch eine Monsterfalle geplant. Die wird aber... naja, wie soll ich es ausdrücken? Also diese Monsterfalle hier nenne ich den Tempel des Lichts. Weil er so viele schöne Laser hat und auch so schön knuffig ist. Die Monsterfalle, die ich geplant habe, ist so... Die wird mit so einem knuffigen Namen nicht auskommen. Die wollte ich dann das Biest nennen. Und dementsprechend werden da auch
mehr Ressourcen reinfließen als an diesem kleinen schnuckeligen Teil hier. Und die wird auch ein gutes Stück imposanter werden. Deswegen wäre es ganz interessant zu wissen, ob ich meine Spawnrate erhöhen kann, wenn ich mit Sandstein die Etagen baue. So viel sei schon mal gesagt. Es wird kein großes Problem sein, die Monsterfalle aus anderen Materialien herzustellen als Cobblestone in der neuen Staffel. Da werde ich definitiv genügend Materialien zur Verfügung haben, um mich da halt eben auch mit ein bisschen exotischerem, also aus dem ganzen exotischen Repertoire bedienen zu können. Ich muss da halt eben nur schauen, inwiefern. Oder ich mache diese Tests dann selber. Die kann ich auch machen. Das ist halt eben immer nur so eine Zeitfrage. Aber wäre auf jeden Fall mal gut zu wissen. Also wenn ich ja einen habe unter meinen Zuschauern, der gerne Monsterfallen baut, einfach mal austesten. Vielleicht Mossy Cobblestone, normaler Cobblestone, Sandstein, Cleanstone, was man so im Repertoire hat, einfach mal durchtesten und gucken, was da einem den größten Vorteil bringt. So, hier habe ich jetzt einen kleinen Trick für die erste Dachebene. Und zwar baue ich jetzt erstmal hier vorne den Streifen und dann kann ich hier schön unten im Loch arbeiten. Das geht nur leider nur hier vorne bei der ersten Ebene, weil ansonsten sind die Laser doch recht störend. Die könnte ich jetzt aber auch ausmachen. Upsala. Ja, zum Beispiel so. Aber inzwischen bin ich hier auf das Ergebnis schon richtig gespannt. Also auf jeden Fall, immer wenn man eine neue Monsterfalle baut, hat man auch direkt mal Ideen, wie kann man das Ganze besser machen. Schöner, größer. Einfach halt eben auch imposanter das Ganze gestalten. Ich bin ja immer jemand, der sucht nach Herausforderungen. Und ich denke mal, mit der neuen Staffel, mit der Monsterfalle, die ich mir da vorgenommen habe, kann ich mir genau solch eine Herausforderung setzen. Upsala. Wobei natürlich mit den Mods auch wieder ein großer Teil einem Verein, also einfacher wird durch durch die Mods. So. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal wieder ein kleines Aufnahme Schlüsschen und melde mich gleich, wenn das Dach fertig ist, dann wieder. Bis gleich. Okay, ich war jetzt das letzte Stackchen, also was heißt das letzte Inventory, Steine erstmal holen. Ich liege dann hier oben in den letzten Zügen, um das Dach lichtdicht zu machen. Hoppala. Schwuppa. Und hier diese Überlappung mache ich natürlich auch wieder nur aus Sicherheit. Vor allen Dingen, wenn ich an dem Dach voraussichtlich werde ich an dem Dach noch was ändern müssen. Und dann ist das natürlich immer vom Vorteil, wenn man
so kleine, ja, wie soll man es sagen, Reserven einbaut. Sein Mann hat sich vorher einen hundertprozentigen Plan gemacht, aber den habe ich jetzt nicht, sondern nur so ein etwa. Und dann möchte ich jetzt auch gleich mal mit euch schauen, wie das ganze Ding so läuft. So, alles in allem ist ja nicht die kleinste Falle. Oh, ho, ho, ho. Autsch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Ist einer hochgegangen? Nein, keiner hochgegangen. Heidewitzka, jetzt habe ich mich aber erschreckt hier. Blöden Creeper. Mist, ey. Ah. Oh, Mensch, tun die einen so erschrecken hier. Oder noch die blöde Treppe hoch. Weil wir wollen natürlich wissen, was die ganze Mühe einer Monsterfalle denn wert ist. Ob bin ich denn blöd oder was? Als ob man so einen gesoffen hätte. Unfassbar. Ich bin auf der falschen Seite runtergefallen. Mann, 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 ey. Ich grab mich mal hier raus und melde mich gleich wieder. Also für alle, die eine Monsterfalle bauen, so baut man's nicht. Okay. Ja, wieso leckt das? Vielleicht zu viele Monster. Obwohl, hier kann ich auch rein. Da kann ich auch noch kurz zeigen. Also hier, das sind die Dachüberlappungen. Die habe ich jetzt hier ausgeleuchtet. Wenn wir jetzt hier einen Klotz zerbrechen, sehen wir ja hier in die Monsterfalle rein. Mich interessiert natürlich ganz besonders, ob Monster, die hier oben spawnen und runterfallen, unten vom Laser geblockt wäre, also ob die da Schaden bekommen oder nicht. Autsch. Ja, ich liebe diese Schuhe. Was ist das da? Wieso ist hier Feuer? Was, hä? Okay. Okay. Welches Monster tut Feuer legen? Mir fällt jetzt keins ein. Ah, die. Wo ist das so? Mir fällt jetzt kein Monster ein, muss ich ehrlich sagen, welches Feuer legen würde. Na, Gott sei Dank kann das bis auf unserem Boden nicht viel anhaben.
wäre allerhöchstens der Boden komplett abgebrannt. Aber, naja. Feuer fällt mir jetzt nicht ein zu. Welches Monster das da jetzt verursacht haben könnte.